Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem staubigen Let's Kids von Keks von Minion. Einen staubigen Minion-Keks von Leibniz. So. Ja. Nein. Sehr lecker. Gar nicht so staubig. Sieht man gar nicht. Hier. Oh, ich habe ja einen mit einem Auge. Ja, ich auch. Nein, das ist auch einer mit zwei. Ganz, nein, das ist auch einer mit zwei Augen. Aber in letzter Zeit haben wir ganz viele mit einem Auge gefunden. Hier habe ich noch einen mit zwei. Jetzt ist einen mit zwei Augen. Was hat das gesagt? Zweiter Teil. Entschuldigung, Schmatzen. Zweiter Teil, April. Geweihte Ladung, verdammt, da habe ich schon gesagt. April, Teil 2, geweihte Ladung. Hier halt rein. Wir fangen einfach mal ganz direkt an. Auch wenn wir einen für den Willen hier haben, das hängt mir eigentlich an den Schäden fest. Scheiße. Es war überall. Sehr ekelhaft. Naja. Scheiße. Wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. On a mission of revenge. Mit dem Action Cult ankacken. One takes a punch and one takes a piece. Together they deliver double impact. Oder halt geballte Ladung. Genau. Ey, man muss das doch mal vorlesen, wenn das schon so geil ist. Aber wenn nachdem ich vielleicht erstmal meinen Satz ausgesprochen habe. Ihr kriegt der Keks an den Zähnen, dann kannst du gar nicht irgendwie nehmen. Ja. Geweihte Ladung, Jean-Claude Van Damme spielt einen Zwilling. Also er spielt beide Zwillinge. Er spielt seinen eigenen Zwilling. Er spielt sich und einen Zwilling von sich. Ich finde den gut unterhaltend, auch wieder. Gut unterhaltend, das ist glaube ich so mein Standardspruch für einen Film, der am Ende dann doch nur 6,5 Punkte bekommen hat. Nur in Anführungsstrichen. Nein, aber er war wirklich gut. Aber er war jetzt nicht so packend, ne? Also, das meiste. Er hatte so seine dummen Momente, so als zum Beispiel das Ding, als der nicht so gegierte Bruder die Frau von dem gegierten Bruder rettete. Ich hatte den Namen vergessen: Alex und irgendwas anderes. Naja, Chad und Alex. Also, als Chad die Frau von Alex retten geht, denkt Alex auf einmal, dass sie. Ihn betrügt mit seinem Bruder und besäuft sich dann und rastet völlig aus, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Weil es gab ja gar kein Anzeichen dafür, dass er jetzt, dass die sie jetzt betrügt. Das war ein bisschen bescheuert. Ja, also alles in allem muss ich aber auch jetzt, um mal schon ein kurzes Fazit zur Action-Cult-Reihe zu geben, also die wir bisher gesehen haben. Sehr durchlassen manchmal. Die sind alle in sich okay. Und unterhalten und so typische 80er Jahre, 90er Jahre Action, ne? Außer eben halt ein gewisser bisher Actionfilm, ne? Aber das war natürlich der beste. Hat keiner bisher von denen, da kommen ja auch noch ein, zwei, drei, die wir teilweise noch haben. Aber keiner hat bisher bei mir so richtig eingeschlagen, dass ich sagte, oh, 8, 9, 10 Punkte oder sowas. Also sie sind alle gut unterhaltend, aber auch nicht irgendwie. Das Nonplusultra. Also für eine Actionfilmreihe eigentlich eher enttäuschend, welche Wahl sie da teilweise getroffen haben, finde ich. Also was die großen. Hättest du denn daneben anstelle von dessen gepackt? Ne, den finde ich schon, der ist schon okay, ne? Aber, also an sich ist es okay, aber wenn man es Actionkult, Kult vor allem nennt, ja? Dann erwarte ich doch eher, also Phantom Commando ist ja okay, ne? Also ist ja wirklich ein Kult. Und Foxy Brown. Foxy Brown auf seine Art auch, aber. Es fehlen halt auch. Ja, gut, Chuck Norris ist ganz oft dabei, ne? Ja. Wenn man bedenkt, dass Arnie und. Arnie gar nicht? Doch. Doch, Arnie, Phantom Commando und. Stallone. Und einmal? Beide je nur einmal auftauchen. Ist schon erschreckend. Ist das irgendwie merkwürdig? Selbst Van Damme hat zwei oder drei Filme. Ja. Gut, das, aber sie sind halt auch irgendwie die Actionstars dieser Jahre, die diese Serie auch anspricht, ne? Ja, aber auch halt Chuck Norris. Auch Chuck Norris, ja. Und Sidekicks aber hat da seinen Platz. An der sagt man dann, okay, wir geben einen guten Umriss
und konzentrieren uns jetzt nicht auf einen. Oder wir sagen, okay, wir bringen die Action Stars schlecht hin rein. Und dann hätte ich mir halt doch den einen oder anderen Stallone gewünscht. Und ja, auch ein bisschen Clint Eastwood vielleicht noch. Der hat ja auch Actionfilme gemacht. Also das finde ich halt schade, dass sie so viel, also in Anführungsstrichen, so viele Chuck Norris-Filme dabei haben und auch ganz viele Kampfsportfilme. Ja, hier Mike Dudikoff, ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Kampfsportfilm-Fan. Das ist keine, also nicht so direkt eine. Also für einen Van Damme-Film eigentlich noch recht Van Damme wenig. Van Damme ohne Kampfsport geht nicht. Aber dafür recht wenig, ne? Für also Van ohne diese typische dieses Stöhnen ist immer so geil von ihm. Also wie gesagt, an sich, die Filme, die wir ja gesehen haben, außer einen, unterhalten alle wirklich gut. Ne? Also man fühlt sich jetzt nicht irgendwie belästigt. Belästigt. Naja, was denn? Also außer ja, halt, ich habe Husten jetzt. Außer halt California Nightmare. Ja, California Nightmare. Steht da halt raus. Aber es ist auch belästigt. Keine richtige große Perle. Kein 10 von 10 Film dabei bisher. Aber vielleicht sage ich das jetzt auch nur, weil ich nicht so viele Action-Jackson-Filme gut finde. Ist Action Jackson? Nee, ist auch nicht dabei. Ja, ne? Ist nicht dabei. Stimmt, das war mit Kyle Reiner. Also, ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht. Deswegen reden wir jetzt über den nächsten Film. Walk Among the Tombstones oder in Deutsch Ruhet in Frieden. Nicht so, wie ich gedacht habe, dass er ist. Aber genau das ist das Gute an dem Film. Genau, der Film hat überrascht. In erster Linie, weil was anderes kam, als man dachte. Also, ich habe halt gedacht, das ist so der typische Liam Neeson-Actionfilm, den ich sehr gut finde. Liam Neeson prügelt sich durch die Stadt. Mit dem ich wirklich viel anfangen kann. Und so sah also, auch der Trailer aus. Das sah wieder so aus, Liam Neeson kloppt alles klein, was nicht mehr so ist. Also halt ein Actionfilm, ne? So à la Nonstop und à la 96 Hours, ne? Oder Unknown Identity. Unknown Identity, aber war es nicht. Das war das Überraschende und das war auch gleichzeitig gut nicht. Aber sie haben es gut gemacht dann auch noch gleichzeitig und das war das zweitüberraschendste. Und also es ist kein Actionfilm, sondern eher Thriller, würde ich sagen. Ja, so ein düsterer Thriller. Genau. Deswegen und, auch 8 Punkte. Ja, von meiner Seite auch, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Ach, und geballte Ladung hat von mir 7 bekommen. Haben wir auch noch nicht gesagt, stimmt. Also für mich hat er echt überrascht. Aber mich hätte auch ein Actionfilm mit Liam Neeson jetzt nicht gestört. Er spielt immer die gleiche Rolle, aber ich fand sie alle doch auf eine eigene Art und Weise. Dass er da nicht so der ist. Ja. Ja, er ist ein anderer Charakter, als er sonst üblich gespielt hat. Vielleicht nicht grundlegend anders, aber doch schon anders. Was spielt er eigentlich? Ein Polizisten, ne? Ex-Polizist. Ja, also gut, da ist er dann wieder ähnlich, ne? Also spielt ein Polizisten oder Ex-Polizisten oder irgendwas. Ja, aber er ist nicht der Kampfsport-Experte, der hier die Leute innerhalb von 3 Sekunden zerlegt. Genau. Das ist generell so Action-Szenen à la 96 Hours gibt es in diesem Film eher wenig. Es ist eher sogar ein relativ ruhiger Film dafür, das Thema. Also es geht halt darum, dass Eine Frau umgebracht wird, besser gesagt, schon die zweite, von der man weiß. Und zwar haben beide Frauen was gemein, und zwar haben sie zwei Männer geheiratet, die vielleicht nicht immer ganz so mit dem Gesetz übereinkommen. Ne? Also, sprich, es waren Drogen. Moment. Die Anfangsprämisse ist, er wird von einem Typen, den er von den anonymen Alkoholikern kennt, gebeten, zu seinem Bruder mitzukommen, weil die Frau wurde entführt, er hat Geld bezahlt und die Frau wurde trotzdem umgebracht und der Typ will wissen, wer die Mörder sind. Im weiteren Verlauf ergibt sich aber daraus, dass Liam Neeson rausfindet, dass das wohl schon öfter vorgekommen ist. Okay, und dann ich habe das denn nicht ganz so exakt. Die Tochter eines anderen Bekannten von dem Bruder auf jeden Fall entführt wird. Werden Frauen umgebracht. Und zerstückelt. Und zerstückelt, die zuvor etwas mit Drogen. Verkäufern, Drogenhändlern zu tun hatten. Insofern, dass sie die Frau war oder eben halt dann beim anderen die Tochter. Und ich hab's jetzt doof, ich hab's vermasselt, ich hab's verkackt, es tut mir leid, ich bin nicht so in diesem verdammten Inhalts zusammenfassend. Deswegen habe ich ja mit ihr sitzen, ne? Ist ja auch für irgendwas gut. Ne? Das andere mache ich bin für das dumme Quasseln und er ist für die intelligenten Sprüche. Für die intelligenten.
Für Legenden, genau. Nein, also ihr wisst aber jetzt, worauf hinaus wollen, denke ich. Worauf dieser Film hinaus will, und mehr müsst ihr auch gar nicht wissen. Liam Neeson versucht halt dann herauszufinden, wer es war, und vielleicht schaffen sie es auch, vielleicht auch nicht. Und ja, es hat er. Vielleicht stirbt Liam Neeson auch am Ende. Es ist, wie gesagt, sehr ist interessant. Drin. Ja. Sie, 8 Punkte. Also eine Empfehlung von unserer Seite aus. Es muss aber nicht das Müller-exklusiv Steelbook sein. Also nee, so schick ist es jetzt nicht. Es ist, schick, aber auch nicht. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ja, ein ganz klein wenig. Es ist Mittelklasse. Es sieht schicker aus als das Turtles Steelbook. Es ist auch ein besserer Film als der Turtles Film wahrscheinlich. Wir kennen ihn noch nicht. Also. Aber was ich so gehört habe, ist ja schon echt scheiße. Ja. So, kommen wir zu einem Paul Walker Film. Man sieht schon, was man hier als nächstes kommt. Ohne dass man weiß, dass es ein Paul Walker Film ist. Und zwar Varsity Blues mit James Van Der Beek und John Voight aus der Paramount Widescreen Collection. Und der, muss ich sagen, habe ich auch 8 Punkte gegeben, weil ich fand ihn wirklich gut. Gut am Ende, dieser Pathos und da, der war dann vielleicht nicht ganz so geil. Das Ding ist, dieser Film ist das Paradebeispiel, wo nicht noch ein Chemiefilm seine Gags her hat. Und zwar aus diesem Film. Zum größten Teil. Also bei nahezu fast jede Szene war 1:1 nicht noch ein Teenie-Film. Ich habe immer gesagt so, ey, das gibt's auch in nicht noch ein Teenie-Film. Und die Schauspieler haben es auch teilweise raus, ne? Ja, also hier der Dicke. Also hier, der Dicke, der spielt in nicht noch ein Teenie-Film exakt dieselbe Rolle, nur halt, dass er sich selbst verarscht. Ja. Nee, war, also es ist ein Fußballfilm, der am Anfang... Wir müssen demnächst mal nicht noch einen Teenie-Film gucken und du wirst sagen, ey, das ist wie Burst City Blues. Am Anfang geht er sehr, sehr kritisch mit dem Ganzen um. Ja. Und der fragt halt auch dieses ganzen Leistungsdruck. Diesen Leistungsdruck. Oh, leider bleibt er nicht auf dieser Schiene. Das wurde auch im Internet kritisiert und dem muss ich mich auch anschließen. Also falls ihr das jetzt irgendwo gelesen habt und sagt, sie sagt ja nur das von dem anderen. Dann muss ich da meine Meinung geklaut, Plagiat. Genau, genau. Dann muss ich leider sagen, es stimmt aber auch irgendwie, weil er fängt halt wie so ein Drama halt an, so, ne? Der riecht komisch. Frank oder sowas, ne? Vanille. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Und er hält seine Schiene leider nicht so. Also er wird zum Schluss dann halt doch wieder so ein bisschen diesen patriotischen, wir schlagen sie alle Film und dann passieren halt so Sachen noch in diesem Team. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil ein bisschen Spannung muss ja sein bei diesem Film. Hat er schon nicht viel? Ne? Ist ein bisschen ja, Spannung muss sein. Ein bisschen Spannung muss sein. Aber er war wirklich gut. Unterhält. Also ich habe ihm übrigens 7,5 gegeben, aufgrund dieser Tatsache, dass er leider seiner Linie nicht ganz so treu bleibt und zum Schluss doch zu einem, ich sage mal, normalen Footballfilm wird. Doch, aber dabei immer noch zu unterhalten weiß. Und ich sage schon wieder, er weiß zu unterhalten. Das habe ich auch irgendwer geklaut. Das habe ich auf jeden Fall mir nicht alleine ausgedacht. Bei irgendeinem. Wie so viel ist. Ja. Ich bin ein Dieb. So. Kommen wir zu einem Film. Belushis beste Rolle, kann man so sagen. Tickt. Ne? Na. Was heißt denn hier na? Das weiß ich das nicht. Das heißt da. Da. Red Heat. In der ungeschnittenen Originalfassung. Genau. Weiß oder wie auch immer das heißt. Flohmarkt mal gekauft, ne? Ja. Gut, ich hätte ihn jetzt am Wochenende für 17 Euro im Blu-ray-Stil haben können mit anderen Schwarzenegger-Filmen. Ein bisschen ärger irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich ihn nicht gekauft habe, aber auch wieder gut, dass ich nicht 17 Euro ausgegeben habe. Beim nächsten Mal. Ja, Red Heat. Ich habe viel von dem Film erwartet. So eine Buddy-Komödie und irgendwie fand ich ihn nicht so lustig wie andere Filme. Also das war ja, irgendwie. Schon so war, hat mich nicht so. Fand ihn nicht so gut. Also wie jetzt andere Buddy-Komödien. Ja, gut, aber er war schon. Wie jetzt, wo hier Dinge sind, oh, Stallone und Kurt Russell. Waren nicht mal so ein. Tango und Cash. Tango und Cash. So einen Film habe ich erwartet, aber er hat leider nicht das gebracht, was Tango und Cash geliefert hat. Und deswegen hat er mich ein bisschen. Enttäuscht. Das ist aber auch eine andere Art, ne? Weil Arnie spielt halt hier wirklich diesen knallharten
streng nach Vorschrift und amerikanische Vorschriften sind mir egal, russischen Bullen. Und James Belushi ist halt wirklich eher so dieser... Aber James Belushi war, fand ich auch in der Rolle nicht so gut. Also, ich fand die Szene geil. Also ich fand die Rolle von James Belushi nicht geil, so gut. Aber so. Die Szene war auch geil, als dann diese bösen Nigger da auftauchen. Oh, das böse Endwort gesagt. Und dann so, ey, ihr kriegt nichts aus uns raus und wir werden uns nicht ergeben. Okay, ich sag euch alles. Das war, oder irgendwie so sagt er das. Ja, ich sag das ja, war dann schon ich sehr sag ja nicht, dass der Film von vorne ein bisschen scheiße war. Aber ich habe halt mehr erwartet und er hat mich da doch leider gelangweilt denn irgendwann so ein bisschen oder enttäuscht. Dafür hast du ganz schön viele Punkte gegeben. 6,5 Punkte, ja. Er war ja nicht total Grütze, aber wie gesagt, keine Ahnung. Also da, keine Ahnung. Ich habe 7 gegeben. Ich finde ihn gut. Jetzt nicht überragend, aber... Kürze ich mal auf 6 runter, aber auf jeden Fall... ja, weiß ich auch nicht. Ein Film, der definitiv zu wenig Punkte von dir bekommen hat. Big Trouble in Little China. Hast du mir jetzt auch nicht viel mehr Punkte gegeben? Du hast ihm nur 1 Punkt mehr gegeben als ich. Ja, und du hast ihm deutlich zu wenig gegeben. Ich habe ihm 6 Punkte gegeben. Bescheuert, ey. Das ist so geil. Das ist großartig. Allein dieser ganze dumme Scheiß mit hier mit Jack Burton, also Kurt Russell, der wirklich überhaupt kein Held ist. Der wirklich eher der dümmste Held der Welt ist, wahrscheinlich. Ich erinnere nur an diese Szene. Ja. Oh ja. Das beschreibt Jack Burton so dermaßen gut. Ja, er gliedert sich halt bei mir auch mit diesem Film irgendwie ein. Also ich habe von beiden mehr erwartet. Sie hatten ihre Szenen, ihre Momente. Also gerade diese, ne? Die war Jack Burton noch die selber aus. Mich hat dieses ganze, ja, schwarze Magie-Zauberei-Dingensen dahinter, dieses, was halt das Ganze aus der Realität quasi wegnimmt, hat mich irgendwie gestört. Ich glaube, ich stehe da nicht so drauf. Ich fand's gut. Ich weiß es nicht. Ich finde ich weiß, es gibt genug Leute, die diesen Film wahrscheinlich grandios finden. Aber nee, mich hat halt wirklich dieser Typ da, der da irgendwie dann schon Jahre alt ist, ne, Tausende, und aber trotzdem noch irgendwie da durch die Gegend läuft und irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie... Und diese schwebende Augen, fand, ne? Fand ich, passte das nicht alles so gut zusammen. Also ich weiß nicht, ich habe... Und das schwebende Auge hatte ich auch. Ja, und diese Ninjas oder was das da auch waren. Dieses Selbstmord, so manuell. Ich fand das irgendwie geil. Alles so in der Kombination irgendwie merkwürdig anzuschauen. Und wahrscheinlich sagen dann auch jetzt viele, ach, halt doch die Klappe, was erzählst du eigentlich für einen Scheiß? Ne? Bist doch kein Filmsammler. Du bist doch kein Filmfreund, wenn du diesen Film nicht gut findest oder nicht mal ansatzweise. Wenigstens eine 8 gibt's denn, aber tut mir leid. Ist so. Do. Ja, vorher drauf. Oh Mann. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, Avatar ist der beste Film der Welt. Ja. Jeder hat halt seine eigene Meinung. Film, machen wir weiter. Vielleicht mal ein ganz Film, kurz. Wo wir mal ganz kurz. Wir hatten ja eine Zeit lang einen Action-Kult, ne, haben immer aus unserer Action-Kult-Schale gezogen. Jetzt haben wir aus einer anderen Schale und gezogen. Irgendwann dachten wir uns, Action-Kult haben wir jetzt ja auch schon so lange, jetzt müssen wir brauchen wir was Neues und haben eine Cape-Light-Schale angelegt. Also und alle, die Cape-Light scheiße finden, alle, die von den Cape-Light-Filmen nichts halten, die werden sich jetzt gleich wahrscheinlich langweilen. Denn die nächsten Filme sind, glaube ich, alle ausschließlich Cape-Light-Filme. Bis zum Ende des Monats, ja. Und das Gute ist, wir haben jetzt ganz viele Cape-Light-Filme endlich mal geschaut. Also ganz viele ist jetzt auch übertrieben. Naja, wir haben schon recht viele geschaut. Aber das Dumme ist, wir haben noch viel mehr da rumstehen, die wir nicht geschaut haben. Ne? Also wir haben ja nicht mal die Hälfte von denen, die wir noch schauen mussten, geschaut, sondern nur einen Teil davon. Aber gut ist, lange Rede, kurzer Sinn, der erste Film, der aus dieser Schale gezogen wurde und für den wir uns dann auch entschieden haben, beziehungsweise... Und dem wir beide 8 Punkte gegeben haben. Wir haben beide 8 Punkte gegeben. Sunshine Cleaning. Yeah, richtig cooler Film. Ist so ein Mix aus Drama und Comedy, würde ich jetzt eingliedern. Ja, ja, also die Figuren Kugel. Sind doch schon. Ja, so eine Tragikomödie, wie es hier genau, spricht. Die Figuren sind doch schon. Also man möchte keiner von diesen Figuren sein.
Die sind doch sehr. Außer der Opa, der war irgendwie cool. Der Opa war, ja, auch der war ja ein Loser, ne? Aber ja, aber Alan Arkin, also, ey, super. Verspricht viel, macht aber wenig. Ey, ne? Aber Alan Arkin. Wenig macht er nicht, ist dabei, aber nur weil er. Ey, was Alan Arkin in diesem Film abliefert, ist wahrscheinlich so ja. geil. Also es geht um zwei. Und auch junge, Emily Blunt. Es geht um zwei junge Frauen. Schwestern. Zwei Schwestern, die, sagen wir mal so, nicht sonderlich viel Glück hatten im Leben. Und die eine, wer von denen ist. Wie heißt die so? Amy Adams ist die mit dem Kind, ne? Ja. Amy Adams ist alleinerziehende Mutter und die Schwester Emily Blunt, vom Spiel von Emily Blunt, ist halt ja auch die jüngere Schwester, die ja. aber in ihrem Leben auch noch nicht viel gebracht hat, außer andauernd gekündigt zu werden und immer auf Arbeitssuche zu sein. Das gilt übrigens aber auch für Amy Blunt, Amy Adams, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen zusammengewürfelt. Amy Adams, und ja, sie sind halt sehr unglücklich mit ihrem Leben und aus irgendwelchen Gründen kommt sie halt. Werden sie Tatortreiniger? Tatortreiniger ist nicht immer ein Tatort, was sie reinigen. Ne? Sie reinigen halt Häuser. Ja, sind aber auf, spezialisiert halt auf Reinigung Bereich Tod. Ne? Also jemand ist irgendwo verstorben. Menschliche. Überreste. Menschliche Überreste oder beseitigen. Natürlich machen sie das am Anfang also sehr... Also nicht Leichen, sondern das, was da übrig ist, wenn eine Leiche 3 Wochen in der Wohnung lag. Ja, und sie sind dabei am Anfang sehr ungeschickt. Oh, diese Szene mit der Matratze. Oh, das war eklig. Oh. Wir versuchen dann eine Matratze zu entsorgen. Ich glaube, das sieht man auch im Trailer. Ja, und Emily Blunt knallt voll rauf mit dem Gesicht. Das ist so eine Matratze, wo ein Toter drauf lag und da auch ein paar Sachen von sich gegeben hat auf... dieser Matratze. Aber auf jeden Fall das war ist es irgendwie, es ist immer so nix aus total, also so traurig, dramatisch, wie auch immer, ich komme jetzt nicht auf die richtigen Worte, und aber auch gleichzeitig immer diese Witze dazwischen dann auftaucht. Also in einem Moment lacht man noch und im nächsten Moment hat man so viel Mitgefühl mit diesen Personen, die dann da auch leider ja nicht immer so vom Glück gesegnet sind, und wenn sie dann auf ehemaligen Schulfreunden trifft, die dann aber irgendwie das super Luxusleben hat und sie, ja, putzt, ne? In Anführungsstrichen ist das natürlich irgendwie sehr herzerwärmend oder wie auch immer man das ausdrückt, wirklich eine Empfehlung wert. Also, echt ein geiler Film. Richtig guter Film. Der, also hier von den Produzenten von Little Miss Sunshine, okay, die Produzenten, ja, ne? Aber kommt... passt auch in diesen Bereich. Little Miss Sunshine ist ja auch so ein einerseits witzig und andererseits doch auch trauriger, dramatischer Film. Hast du noch nicht gesehen, okay. Aber er passt vom Stil her auch gut zu Little Miss Sunshine, aber auf andere Art und Weise. Trotzdem. Ist ja auch schlimm, wenn es 1:1 wäre. So. Kommen wir zu einem Film, von dem ich mir mehr versprochen habe. Der auch schon ewig hier bei uns steht und eigentlich hätten wir ihn schon viel früher sehen müssen. Enemy. Ja. Jack Gyllenhaal trifft auf Jack Gyllenhaal. Genau, Jack Gyllenhaal spielt Zwillinge. So ja. kann man es sagen, ne? Also, ja, Zwillinge nicht. Er trifft sich selbst. Trifft sich selbst, ne? Ja, also er stellt halt eines Tages fest, Mensch, der Mann da in dem Film, der sieht doch irgendwie genauso aus wie ich. Ja? Und ich bin das nicht. Aber ich bin das nicht. Und ich habe auch keinen Zwilling. Und die Mutter sagt auch, nee, du bist Einzelkind, ne? Ich habe da genau. keine 2 Kinder von dir bekommen oder so. Und ja, geht dem Ganzen natürlich so ein bisschen nach. Alles im einen muss man sagen, es ist ein sehr ruhiger, düsterer Film. So, die Stimmung sehr, ist sehr unwirklich. Genau. Als mit so einem Farbfilter versehen. Genau. Es wirkt so ein bisschen, auch, als wenn es so eine Zukunftsvision von der Menschheit auch teilweise ist. So wirkt es also zumindest. Ja, es wirkt, als ob es in der Zukunft spielt. Ne? Genau. Also man sieht zwar nicht irgendwie sowas Surreales, irgendwas, was es nicht was es gibt, aber trotzdem. Was ich fand, ist, dass man das ja nicht gesehen hat. Doch, man hat es so gesehen. Echt? Das hat man gesehen. Habe ich geschlafen? Ein Traum, eine Traumsequenz. Hm. Hat man das gesehen? Naja, also Jack Gyllenhaal also man hat, genau. Und ich fand die Auflösung am Ende ein bisschen, no. Man wird so ein bisschen, also man muss, also es ist so ein sehr philosophischer Film. Ja. Ich mag sowas. Das fand ich jetzt nicht mal das Schlimme, ich fand eher das Schlimme, dass sie doch so diesen konventionellen Weg gegangen sind im Endeffekt, was die Auflösung angeht. Ja. Da kam dann nicht irgendwie so der Bam-Effekt, sondern eher so wie bei, The Signal, auch ein Cape-Light-Film, der zur gleichen der Zeit halbwegs so rauskam. Am Ende die Hirn weggeblasen also es hat. Ist, ich habe immer noch, ich hatte ja schon so meine Ideen, worauf das hinausläuft.
Ich hatte das Ende nicht gleich gerafft, da muss ich nachlesen. Ich bin, wie gesagt, nicht so ein philosophischer Filmgucker. Also ich mag das nicht, wenn man sich selber eine Lösung da suchen muss. Ich mag lieber eine Lösung. Eine direkte. Ja, aber auch so wie es dann erklärt wird im Prinzip, was das heißen soll, das fand ich dann doch ein bisschen zu konventionell. Also, genau, das war halt auch in etwa, als ich dann nachher so ein bisschen nochmal nachgelesen habe, ob es das ist, was ich denke, was es ist, war es ja wirklich die ich auch so im Kopf hatte, ne, die Lösung. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, dass sie da nicht irgendwie das geschafft haben, irgendwie anders dann doch ranzugehen. Das ist irgendwie, irgendwie anders aufzulösen halt, nicht so dieses, oh ja, halt. Es ist auf jeden Fall, also am Anfang war der aber schon, also ich finde, der hat schon, also was haben wir ihm erheben? Ich habe mir 7 gegeben. Wo haben wir ihn da unten? Ich habe ihm einen 7,5 gegeben. Ich glaube, ich bleibe auch bei einer 7. 7,5 ist schon fast zu viel. Er ist, also die Bilder sind echt sehr interessant. So, also das rein vom Werk her ist das wirklich schön anzusehen. Und ich glaube, viele stehen ja auf diesen Film. Ja, auf jeden Fall. Aus dem Film kommen. Ich hab, wie gesagt, ein bisschen. Also das Ende ist schon irgendwie krass. Aber auch ja, leider klar, wieder irgendwie so, man muss da wirklich erstmal was reininterpretieren. Also ja, und dann, aber wenn man dann sich mal damit beschäftigt, dann ist es halt im Endeffekt doch so vor allen Dingen, wie erklärst du das dann? Also was, da passiert ja was mit einer Person und wie erklärst du das? Ja, habe ich ja versucht zu erklären. Nein, ich meine, so wie erklärst du dann, wie es weitergeht? Weil theoretisch dürfte ja dann eine andere Person. Naja, ist aber egal. Also das ist jetzt schwer zu erklären, ohne zu spoilern, aber so. Ich habe mich dann halt gefragt, so wie funktioniert das, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber egal. Kommen wir zu einem anderen Film. Genau, machen wir weiter. Mit einem nächsten Payback-Film haben wir schon gehört. Und was für ein Film, ey. Four Lions. Also vielleicht gleich mal zur Bewertung vorweg. 6,5 habe ich ihm gegeben. Und 7. Also nee, der Film. Doch, 7. Ist doch lustig. Ist wirklich lustig am Anfang. Das ja. Ist wirklich, aber ich auch da muss ich sagen, er wechselt. Also er wechselt so ein bisschen. Ja, der hat so geile Momente in diesem Ausbildungslager. Ey, wir schießen die Drohne ab mit Raketenwerfer. Und dann schießt er nach hinten und bringt den Anführer. Das Ding, nach vorne zu halten. Es ist er hat wirklich die Szenen, die sieht man sicherlich teilweise alle im Trailer, aber das stört gar nicht so unbedingt, dass man. Weil man trotzdem nochmal lacht. Also es ist wirklich. Aber gerade das Ende. Aber das Ende ist halt sehr irgendwie merkwürdig. Also es geht halt darum, um mal kurz, dass jeder weiß, um was es bei Four Lions geht. Es geht um 4 Männer, die einen Anschlag planen. Die einen Anschlag planen. Ja, das klingt jetzt irgendwie komisch. Also 4 Moslems, die halt. Die einen Anschlag planen. Ne? Das Attentäter halt, ne? So dieses. Da denkt man sich schon so, oh. Aber er finde, er geht damit gut um, ne? Also, ja, schon wieder ganz viele Äs, ne? Aber, ich krieg's nicht weg. Es ist sehr, trotzdem gut gemacht. Ne? Er macht sich so ein bisschen lustig über das, aber auch gleichzeitig wieder sehr traurig. Ich fand's sehr merkwürdig. Der eine Hauptdarsteller hat halt eine Familie, eine Frau und ein Kind. Und die wissen halt, was er macht, ne? Genau, und die sind da voll hinter. Die sind da voll hinter, ne? Aber du hast dann gar kein Ding, so mach das, bring dich um und bring andere Menschen um. Hauptsache, du machst das oder bist glücklich dabei oder was auch immer. Und das fand ich sehr befremdlich in dem Moment. Und dann gleichzeitig so diese Videos drehen mit dieser kleinen AK, ne? Ja, es sind da auch die idiotischen, die dümmsten Attentäter der ganzen Welt, ja? Ja, aber Stoßdämme, Mann. Einer davon ist aber auch sehr unsympathisch. Da, ja, hier der weiß konvertierte. Barry, der ist eigentlich Weißer, also er ist nicht wirklich Moslem, sondern er konvertiert zum Islam und ist dann da völlig fanatisch. Also man hat, und ist auch, genau, der hat ist auch Ideen, Fanatik, da fässt man sich wieder in den Kopf. Dann wollen die, das kommt ja gerade die früh im Film, kommt das Thema, wir bomben eine Moschee weg. Warum bombst du eine Moschee, wo Islamisten drin sind, weg? Das macht überhaupt keinen Sinn, das kann er auch nicht erklären. Mhm. Und Omar, der eigentliche Anführer der Gruppe, fragt ihn auch immer so, Alter, warum willst du eine Moschee hochbomben? Das Omar macht so gar ist, glaube ich, der Einzige, der eigentlich noch halbwegs normal ist, trotzdem aber irgendwie natürlich ein bisschen dumm. Aber sich dumm anstellt, aber sich dumm anstellt, aber an sich ist er, hat er Grips. Denn diesen, Weißen, dann hast du den, Faisal, der ist ja komplett dämlich so, im Kopf, ja. Ne? Bin ich ja, nicht verwirrt, man hat mich verwirrt, hat mich genau, jetzt vor 4 Tagen kein verwirrtes Gesicht. Der ist so furchtbar und der andere ist so ein, so ein. Naja, du hast der Watsch, der dann ein Schaf tötet. Kein Schaf tötet. Das böse Schaf weggebombt. Das ist auch so gut.
Nee, auf jeden Fall, das Ende ist irgendwie, aber... Nee, Pfizer, na was? Doch, das ist Pfizer. Wie hieß denn der Bengel hier? Der dann noch zukommt. Es waren ja erst vier und dann kommt ja noch ein fünfter dazu. Stimmt, dann rekrutieren die noch so einen fünften. Naja, Barry rekrutiert einen. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zum Ende. Ich weiß nicht, es ist jetzt schwer darüber zu reden, ohne vielleicht zu spoilern. Wir sagen einfach mal, den letzten Satz, den kann man ja sagen, der ist ja kein Spoiler, den letzten Satz, den Omar von sich gibt in diesem Film ist, sag ihn, ich hätte gelächelt. Und das ist einfach so das Ding, da hat es für mich wirklich, da ist ja Pipi in den Augen. Und da muss ich sagen, hat der Film auch so völlig quasi den Bock umgeschmissen, sage ich mal. Von, ich bin super lustig und mach mich da, nee, nicht drüber lustig, sondern eher so, ich nehme das alles nicht so ernst mit diesen Anschlägen und zeige halt, dass das auch nur normale Leute sind, die vielleicht auch nicht immer alles richtig machen. Und dann kommt so dieser Moment und weiß, okay, alles klar, das war's. Und das war vielleicht jetzt mal ganz kurz, vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen näher drauf ein, aber dann, wer es nicht wissen will, sollte jetzt abschalten. Es ist jetzt ehrlich kein Film, wo es so schlimm ist zu wissen, wie es ausgeht, aber schaltet lieber ab. Also, wir spoilern kurz. Also der Watsch. Also wir Ton ausschalten und wir winken wieder. Und wenn wir den nächsten Film nehmen, dann können wir wieder anwenden. Genau. Also Watsch, der das Schaf hochbombt. Genau. Bombt sich dabei selber weg, weil sie rennen halt mit ihrem Explosivmaterial auf einmal durch die Stadt, weil das Auto kaputt ist. Hä? Was schon mal total dumm ist, ne? So, dass das Auto kaputt geht. Genau. Dann rennen sie halt durch die Stadt, weil sie Angst haben, dass sie verfolgt werden oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Und Watsch fliegt halt irgendwie hin und bombt sich dabei selbst und scharf in die Luft. Damit ist der erste weg. Und dann kommt schon so die ersten. Da ist es auch diese lustige Schiene, sag ich mal. Ja, da war es nur lustig. Aber du merkst auch schon, in der Gruppe kommt dann schon dieses wir bringen uns ja wirklich um. So, also zwei von denen ist es ja wahrscheinlich. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass es ihm passiert ist. Insofern, weil ich ihn gar nicht so unsympathisch fand. Aber er war auch mega doof. Mega doof waren sie alle. Aber gut. Ey, du, der stand mit einem Karton auf dem Kopf vor der Kamera, damit man sein Gesicht nicht sieht. Ja. Weil er hat sich einen Pappkarton aufgesetzt. Das ist so ein Glaubensding, ne, warum er das macht. Nein, damit sie sein Gesicht nicht sehen. Naja, auf jeden Fall, das ist so. Da fängt es dann an. Und man merkt dann halt auch so, okay, der eine von denen will das eigentlich gar nicht unbedingt. Der hat merkt selber, dass das nicht so überzeugt von dem. Und dann wird er halt dann doch irgendwie da noch von überzeugt und dann machen sie das halt. Ne? Und, genau, sie wollen es bei so einem Spendenlauf in London. Genau. Oder und da fängt es dann auch alles schon an, so ein bisschen so auch ernst zu werden. Und man merkt, okay, die sind eigentlich alle gar nicht wirklich davon überzeugt, außer Barry. Diese eine. Außer Barry, der wirklich... Und wissen wahrscheinlich, dass das gar nicht so richtig ist. Und irgendwie merkt man so, man hat so ein komisches Gefühl bei diesem Teil, finde ich. Also man guckt sich das an und denkt sich so, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt lachen? Ist das lustig? Ist das traurig? Soll ich Mitgefühl für die Leute haben? Weil eigentlich sind es ja Attentäter, ne? Die wollen da ja wirklich Menschen umbringen. Und aber richtig krass fand ich ja dann, als sie dann anfangen, diese Kostüme anzuziehen, weil die sollen alle in Kostümen bei diesem Spendenlauf laufen. Und der eine hat halt so einen umgedrehten Clown an. Und der merkt dann aber so, ey, nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Genau. Und dann also kommt nicht halt der, auch ein, der vorher auch schon nicht wollte. Genau. Und dann kommt halt ein Polizist vorbei und sagt so, ey, Jungs, ihr seid auch ein bisschen spät dran. Ne? Und dann denken wir schon so, oh. Aber der macht dann nichts. Und dann rennt dieser Typ im umgedrehten Clownskostüm dem Polizisten und sagt, ey, ich habe eine Bombe umgeschnallt. Anschlag. Und will sich halt ergeben. Und Barry, das Arschloch des Films, schlechthin, sprengt ihn in die Luft. Genau. Und also dann, zündet, auch das ruft fand die Bombe ich schon so krass an für so einen und sprengt ihn einfach mit dem Polizisten sogar noch. Der bringt den Polizisten dann gleichzeitig mit um. Genau. Sprengt ihn in die Luft. Dann sind sie natürlich quasi enttarnt. Und stürmen erstmal davon. Müssen sie wegstürmen. Also trennen sich dabei auch teilweise. Und naja, man muss jetzt gar nicht auf alles genau eingehen, weil ein bisschen sollte ja auch vielleicht für euch. Aber es und dann wird es halt richtig schlimm. Dann hast du Szenen mit Polizisten, die dann sich nicht einig sind, wer denn nun der Attentäter dieser ganzen Reihe ist. Genau, und dann schießen halt, einfach jemanden. Die haben halt die Beschreibung, hey, das ist einer ein Bär oder sowas, in dem Outfit. Und er schießt dann einfach jemanden, so nach dem Motto, das war doch ein Bär. Nee, das war kein Bär. Das war ein Wookie. War doch das, ne? Nein, und dann haben sie halt einfach irgendeinen anderen fremden Passanten erschossen. Einfach so. Und das fand ich dann auch schon wieder so, Alter, die erschießen da einfach, also die Polizisten erschießen einfach irgendeinen. Ich meine, klar, die müssen natürlich schnell reagieren, meine, lieber einen. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass das halt so eine Satire ist, die zeigt, dass das alles immer ziemlich bescheuert ist. Ja. Also sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite wollen sie ja zeigen, wie dumm das eigentlich ist, was die da machen. Ja.
Aber das ist dann teilweise auch so. So ein bisschen zu viel des Guten, fand ich. Also mir jetzt lieber gefallen, wenn die einfach quasi sich besinnen, wenn uns nicht tun. Ja, das. Ich finde, man merkt auch relativ früh im Film. Ich weiß nicht, wir haben ja Spoilerwarnung eigentlich angehört. Dass dieser Barry sich nicht überzeugen lassen wird. Genau. Dass er nicht sagen wird, dass nur der stirbt. Und er stirbt natürlich auch noch, so viel darf man auch sagen. Aber auch so dumm. Auch so dumm. Letztendlich wollen wir es sagen. Sie sterben alle. Ne? Genau, alle sie sterben vier einfach alle. Sind am Ende tot. So. Und auch der eine, der stirbt, der ist dann in einem, also der eine, der sich halt auch schon vorher überlegt hat, ne, eigentlich ist das ja dumm, ne? Also eigentlich ist er ja super dumm, aber ihm war klar, dass es nicht gut ist, weil sein Bauchgefühl es sagt. Ne? Obwohl er stockdämlich ist, wusste aber er wird dann halt überzeugt. Nicht, wird überzeugt. Und dann ist er halt in so einer Bar oder sowas. Nee, in einem Dönerrestaurant. Dönerrestaurant. Lässt alle gehen, irgendwann dann auch, außer einem. Und die sitzen dann halt. Ja, der Besitzer ist dann noch. Genau, da. Und die sitzen an einem Tisch über. Und er legt ihm halt die Bombe gegenüber. Ne? Er liegt so auf dem Tisch, die Bombe liegt auf dem Tisch, die sitzen beide gegenüber. Ja. Pfizer, muss man jetzt auch sagen, sieht jetzt nicht so islamistisch aus wie der Dönerbudenbesitzer. Der ist doch ein bisschen dunkelhäutiger noch. Und sie reden halt. Und dann ist halt draußen, das ist jetzt ein ganz kleiner Spoiler, kommt halt Mr. Verhandlungspartner. Wollen wir es jetzt sagen? Oder nee, das sagen wir nicht, weil. Also, dann das, kommt halt jemand, kommt jemand, jemand, kennt, der steht sogar hier kennt. Hinten drauf als Schauspieler. Genau, das war uns das, gar nicht bewusst. Wollen wir jetzt nicht. Halt sein Verhandlungspartner und die reden dann halt miteinander und dann ruft ihn halt Omar auch an und sagt halt, ey, mach das nicht, das ist dumm und wir hören auf und sagt dann halt so, ey Pfizer, du bist verwirrt, du willst das nicht machen, ich habe dich beeinflusst. Und dann fotografiert sich Pfizer, dann kommt wieder so ein Moment, er fotografiert sich selbst mit seinem Handy und guckt mal auf und sagt so, nee, ich habe mich fotografiert, man, das ist nicht mein Verwirrt, ich bin voll klar, wenn ich verwirrt bin, guck ich anders. Aber und trotzdem, und dann kommen die halt reingestürmt und. Genau, Polizei stürmt den Laden. Und bringt natürlich erstmal den um, der die Bombe quasi hat. Und das der gerade die Bombe vor sich liegen hat. Den Dönerbudenbesitzer. Genau, erschießen den einfach. Und Omar ist die ganze Zeit am Telefon. Ich weiß gar nicht, warum explodiert die Bombe denn trotzdem. Pfizer zündet sie. Pfizer, also vorher stirbt ja noch Barry. Hm? Durch so einen dummen Zufall auch. Also Barry und Omar treffen sich ja nochmal. Rennen sich quasi über den Haufen, prügeln sich so ein bisschen. Und dann verschluckt er sich. Genau, er schluckt eine SIM-Karte runter. Genau, wieder die SIM-Karte. Oh ja, jetzt gehen wir doch auf jeden Tod ein. Ja, er verschluckt eine SIM-Karte. Und er verschluckt sich halt und jemand will ihm helfen mit dem Heimlichgriff. Ja. Und dabei macht es halt. Ne? Oh, und dann sagt halt auch Omar lass es, Pfizer, das ist dumm. Und als dieser Dönerbodenbesitzer erschossen wird, ich weiß gar nicht mehr, was Pfizer dann noch sagt zu Omar. Und dann siehst du halt nur von außen dieses Dönerbudenrestaurant und boom. Das ist echt, also das Ende war irgendwie sehr verwirrend. Also, das war echt übel. Mir war danach echt ein bisschen merkwürdig so. Also guckt euch den Film, wir haben jetzt echt extrem viel gespoilert. Aber man kann es trotzdem echt, leider, gucken. Wir haben, tut mir jetzt auch für die Leute leid, die jetzt immer noch einen Ton aus haben. Wahrscheinlich haben sie abgeschaltet und, und gucken uns irgendwie gar nicht. Aber man muss, glaube ich, mal auch darüber sowas reden. Um es begreiflich zu machen, was wir jetzt meinen, was an diesem Film so merkwürdig ist. Genau. Wie, es ist jetzt schwer halt zu sagen, so, darüber zu reden. Dass es halt so wirklich so dermaßen kippt. So, du lachst dir vorher wirklich einen Arsch ab, weil das so herrlich bescheuert ist. Diese Szene mit diesem Raketenwerfer, die auch im Trailer ist übrigens. Das ist so dermaßen lustig. Macht aber im Film mehr Sinn als das im noch Trailer. Das ist noch lustiger im Film. Im Film ist es noch lustiger, weil du halt auch vorher diese Situation hast, dass sie sowieso schon nicht beliebt sind bei diesen Islamisten. Genau. Dass sie da schon als Idioten gelten. Sie waren schon mal Islamisten und beliebte wollten. Ja. Sie wollten die nicht mal als Attentäter. Genau. und dann hast du halt auch dieses Ding mit. Also ich weiß gar nicht. Hier, als sie rauskommen, oh, ja. Warum macht ihr das? Ja, damit die unsere Kamera nicht filmen können, Gesicht. Damit sie uns nicht was? Fotografieren können, quasi. Ja, das ist ja. So dumm. Oder SIM-Karten essen, damit sie nicht geortet werden können. Und all so ein Kram. Na, auf jeden also Fall. Die machen all so einen Scheiß. Kann man sich den durchaus angucken, aber es ist schon merkwürdig. Es ist schon ein merkwürdiger Film. Ja, er ist lustig. Einerseits und lustig. Andererseits dann am Ende doch irgendwie traurig. Ja, also auch hier, wir sind so ein Wechsel von einem Genre fast. Aber an sich muss man das dem Film ja auch zugutehalten, dass er es so gut hinkriegt, so von total lustig, aber am Ende doch so diese ernsten Töne. Aber was hat Töne jetzt gegeben? 6,5, ne? Ich ja, 6,5. Also es ist... ich fand ihn wirklich gut. Es ist ein merkwürdiges Thema. Ne? Man lacht über Attentäter, die sich dumm tun und
dann am Ende doch aber irgendwie das machen, was sie machen wollten. Ne? Vielleicht nicht mit den großen Effekten, wie sie am Anfang vielleicht. Oh, noch eine Szene, Entschuldigung, denn es ist wirklich genug gespoilert. Ich fand auch die Verabschiedung von dem Hauptdarsteller von seiner Frau. Oh ja. Genauso. Oh, das war übel. Das war auch so ein. Das war richtig. Obwohl, vielleicht gehen wir nicht drauf ein, aber die hatte auch so ein bisschen mit Gänsehaut. Ich krieg gerade sogar schon ein bisschen wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Das war so auch so ein ganz merkwürdiges Ding. Es gab ja auch dieses Ding mit seinem Bruder. Also, der Hauptdarsteller Omar hat einen Bruder. Der ja, sehr religiös ist. Gehen wir jetzt wirklich drauf ein. Der auch sehr religiös ist. Aber der ist zum Beispiel ganz anders als ja. Omar. Der ist tief religiös, aber denkt überhaupt nicht dran, sich in die Luft zu jagen. Genau. Also, guckt euch den Film trotzdem an. Tut uns leid, dass wir jetzt so viel gespoilert haben. Das nimmt natürlich jetzt ein bisschen so das Ende weg. Ne? Aber. Zu sehen, aber die Entwicklung zu sehen ist ja trotzdem interessant. Ja, ja, wie das passiert. Und was dann nun an sich passiert. Man kann auch noch lachen am Ende, aber irgendwie auch mal mit so einem komischen, mulligen Bauchgefühl dabei. Ne? Es ist, so, es tut uns leid, jetzt müssen wir wieder winken, hier winken, wink mit. Wink, 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 hier nächster Film, winker, wink. So, also für alle, die jetzt noch wieder eingeschaltet haben. Kommen wir zu einem Film, wo ich mich nicht ans Ende erinnern kann. Ach doch. Doch. Ja, gerade kann ich mich. Eben kann ich mich nicht. Nee. Revenge for Jolly. Einen kleinen Chihuahua-Hund. Also Jolly. Also Jolly ist der Hund und der wird getötet. Und Herrchen rächt sich. Herrchen will sich rächen, und, weil er natürlich nicht gleich weiß, wer es war. Muss man erstmal sich durchfahren. Und dann passieren sehr. Ziemlich üble Sachen. Abgedrehte Sachen. War das auch ein 18er? Kann mal gucken. Also müsste eigentlich einer rein. Ja, ist ein 18. Also wenn er ein 16er gewesen wäre, hätte mich gewundert. Nee, also er läuft dann doch sehr amok. Oh, und mit seinem Cousin. Und ja, der war. Das habe ich ihm gegeben. 6,5. Ich habe den noch ein bisschen. Ich hatte, hat echt mehr erwartet. Auch wenn er irgendwie doch genau das geliefert hat, was man auch. Er war gut. Der, ne? Aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Also da war ich. Also es sind. Er wartet mit echt vielen bekannten Gesichtern auf. Elijah Wood, Adam Brody, Ryan Philippe, Isaac, Oscar Isaac und so weiter und so fort. Brian Petzos kenne ich jetzt nicht so. Das ist der. Ja, ist der Hauptdarsteller, und Kirsten Wick kenne ich jetzt auch nicht so, aber allein bei den Männern sind doch schon so einige bekannte Gesichter dabei. Wenn manchmal vielleicht auch nur kurze Zeit. Weil sie halt, sie sind halt unterwegs, ne? Er ist letztendlich mit seinem Cousin unterwegs. Und den Mörder von seinem Hund. Die anderen sind halt, also man, wenn man jetzt hier diesen Namen auf diesem Bild hat, dann sollte man nicht denken, dass sie da den ganzen Film mitspielen. Nein, nein, es sind meistens sind nur halt, kurz Auftritte. Nur kurz dabei, ne? Also außer die beiden Cousins, die hier unterwegs sind. Und ja, es ist, war interessant so ein gemacht. Movie mit einem psychisch doch wahnsinnigen Darsteller, also meine Fresse, der war. Also meine, man kann es irgendwie nachvollziehen, weil der Hund hat ihm alles bedeutet, aber die Reaktion, die darauf folgt, die ist stellenweise doch ein bisschen übertrieben. Ja. Also es ist. Ja, aber gut, das ist ja nicht, fand ich das gar nicht. Also, das ist gar nicht so schlimm. Obwohl es am Anfang doch schon so, okay. Ja, aber bei der Hochzeit, hallo? Ja, die Hochzeit war. Das war ein bisschen. Die war wirklich ein bisschen krass. Das war auch ein bisschen bescheuert alles. Aber an sich. Langweilig. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht so viel erwartet von dem Film. Ich war da jetzt auch nicht so, oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, den Film zu gucken. Es war eher so, ja, guckst du. Mal gucken, vielleicht gefällt dir gut. Ich fand ihn jetzt so mittelprächtig mit 6,5. Hab bessere gesehen, hab schlechtere gesehen. Ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber nicht sofort. So irgendwie mal in 2-3 Jahren, wenn man sich nicht mehr dran erinnern kann. Ja, das Ende ist melancholisch. Ja. Kann man so sagen. Also aber da werden sie wieder ein bisschen ruhiger am Ende von dem. Das finde ich ganz nett. Dass sie da nicht, naja, nicht so übelst abdrehen. Nicht komplett aber zum Showdown auflaufen und alles noch viel schlimmer machen. Wenn man auf Rachefilme kann man da nicht sagen, wenn man auf Rachefilme steht, weil Rachefilme sind ja eigentlich eher ernst und eher stellenweise doch auch eher lustig. Gerade wenn die da saufen ohne Ende, ey. Naja, wobei jetzt nicht dieses lustig. Es ist nicht hahaha lustig. Ne, lustig, sondern eher so dieses, oh mein Gott, ne? Es ist halt eher so eine. Ja, es ist schwer einzuordnen. Also es ist keine Komödie, es ist auch gar nicht unbedingt schwer. Er ist nicht überlustig. Er ist nicht richtig lustig, er ist nicht richtig ernst, er ist irgendwie. Ja, man, wie sagt man so schön? Er ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Er übertreibt halt so sehr, dass das dann nicht mal ganz so ernst genommen werden kann. Aber er übertreibt nicht genug, dass man es schon wieder als Satire sehen könnte. Sag ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Schwer einzuordnen.
Machen wir weiter. Der nächste Film hat mich ja dann doch sehr gut unterhalten und dich ehrlich. Na, geht doch. Penelope. Hier noch in die Erstauflage. Mit altem FSK-Flatschen. Genau. Es geht um eine adelige Familie, die halt von einem Fluch belegt ist, dass das nächste oder erstgeborene Mädchen halt eine Schweinsnase hat. Nein, also das nächste Mädchen, was in der Familie geboren wird. Eine Schweinsnase hat, oder hässlich ausschauen würde. Ich weiß gar nicht, ob das Schweinsnase. Schweinsnase, genau. Natürlich vergehen die Jahre und es werden nur Jungs geboren und das einzige Mädchen, was geboren wurde, ist Penelope. Das einzige Mädchen vor Penelope, was geboren wurde, kam halt dann doch irgendwie unerwarteterweise nicht aus der Familie. Was sich dann herausgestellt wurde, als der Penelope zur Welt kam. Denn sie hatte eine Schweinsnase, was Mutti gar nicht so toll fand, weil irgendwie sieht ja hässlich aus. Also das ist das ist echt krass, wenn man bedenkt, dass die Mutter, glaube ich, am meisten Probleme mit ihrer Nase hatte. Ja, der Vater ist so. Ja, gut, müssen wir vielleicht versteckt halten, ist ganz gut so, aber ich liebe meine Tochter auch mit dieser Schweinsnase und das kann man bei der Mutter ja wirklich nicht sagen. Ne? Also, ja. Sie will nicht sagen, dass sie ihre Tochter hasst oder so, aber ich glaube, ihr wäre eine ordentliche Nase doch lieber. Ja, übrigens, man kann die Schweinsnase nicht wegoperieren, weil da dann auch Gewebe und so ein Scheiß drin waren. Ja, auch richtige Blutbahnen und so, gehen zufälligerweise durch die Nase. Also musste sie mit dieser Nase leben und wird halt jahrelang versteckt gehalten und sie kann halt nur davon befreit werden, wenn sie jemand findet, der sie liebt. Und zwar so, wie sie ist. So, wie sie ist. Und ja, dann suchen sie halt irgendwann natürlich einen Jungen, ne? Die laufen aber alle weg, als wenn sie irgendwie das Monster schlechthin ist. Und ein Junge schafft es, so wegzulaufen, dass er vorher keine Verträge unterschreiben konnte, quasi. Also die werden dann darüber nicht reden darf. Die werden halt mit Verträge dann quasi daran gehindert, dass darüber geredet wird. Und er erzählt es halt der Presse und dann das geht es so weiter und so fort. Und wer ist der Mann von der Presse, dem er das erzählt? Peter Dinklage. Peter Dinklage. Tyrion Lannister. Ist der Reporter, der dann davon auch schon vorher mal berichtet hat und dadurch auch sein Auge verloren hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde den echt richtig cool, den Film. Mir hat er voll unterhalten. Ist so ein typischer Sonntag-Nachmittag-Film. Aber, oder Wochenendfilm, sag ich jetzt mal, ne? Voll den okay. Hier macht auch noch, Christina Ricci ist natürlich Hauptmädchen, also mit der Schweinsnase. Dann haben wir hier noch James McAvoy und Reese Witherspoon. Die kommt dann auch noch später. Und dazu. Catherine O'Hara. Genau. Und die Mutter kennt man auch noch und so weiter und so fort. Also sind wirklich bekannte Gesichter dabei und ich finde ihn echt lustig. Du, wie gesagt, nicht, aber ich würde ihm 8 Punkte geben. Und ich habe ihm 6,5 gegeben, ich würde vielleicht 7 sagen, aber mich hat er nicht hundertprozentig überzeugt, aber er war ganz nett. Ja, unterhält. Für so zwischendurch. Wenn man einfach mal so ein bisschen seichte Unterhaltung will, ist es echt cool und auch irgendwie so dieses, sie findet dann halt jemanden in Form von James McAvoy, der auch an ihr interessiert ist, sie auch am Anfang noch nicht gleich sieht. Und als er sie dann sieht, natürlich auch mit der ähnlichen Reaktion erstmal daherkommt, so dieses, oh mein Gott, ne? Aber eben halt auch nicht gleich wegläuft. Und trotzdem, verhält er sich dann auch ein bisschen unglücklich und so weiter und so fort und bla und blub. Und es gibt auch ein Happy End, in welcher Form auch immer, das möchte ich jetzt nicht sagen. Und ist halt so, es kann natürlich verschiedene Appearances geben von sie verliebt sich mit ihrer Nase irgendjemand oder sie liebt sich nicht, lebt aber trotzdem glücklich und so weiter und so fort oder die Nase geht weg, bla bla bla. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem nächsten Cape Light Film. Outrage, ja. Von und mit Takeshi steht Kitano. Auch schon eine Ewigkeit bei uns rum, ne? Und hat es dann endlich mal geschafft, aufgrund der Lose dann doch mal den Player zu landen. Ich habe dem Ganzen 7 Punkte gegeben. Ich 8. Ich habe bloß gerade keine richtigen Erinnerungen mehr. Also ich weiß, dass sie da irgendwie so... Und Yakuza macht Kämpfe. Yakuza macht Kämpfe, ja. Genau, also dieses übliche... Kann man so zusammen, ne? Yakuza macht Kampf. Ich habe aber jetzt keine richtigen Details mehr vor Augen. Also war aber wirklich gut gemacht. Genau. Ziemlich brutal in manchen Stellen. Also gerade so gegen Ending geht es ja nochmal richtig her. Ich bin mal auf den zweiten Teil gespannt, der dieses Jahr rauskommen soll. Ja, auch von Cape. Also von Cape. Der ist schon draußen, der kommt jetzt nochmal von Cape raus. Ja, es
Ja. Kann jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich möchte in dem Fall auch gar nicht sagen. Sagen wenn man mal drauf steht, wenn man auf so eine japanischen Film steht, guckt man sich das Ding eh an. Genau, es ist ein guter Yakuza-Film mit den üblichen Geschichten teilweise auch, so dieses Verrat, Bestrafung, bla und blub. Genau. Tradition gegen Moderne. Und ja, er überrascht jetzt nicht hundertprozentig, aber tut auch nicht weh. Ja. Oh Gott, ich hab schon wieder tut auch nicht weh. Das sage ich auch gerne für viele Filme. Machen wir weiter. Ist schon wieder ein langes Video. Wir haben uns bei Vorteilen doch etwas lange aufgehalten. Little 13 ist der erste. Ein deutscher Film. Ja. Der so in dem Milieu. Assi-Familie. Assi-Familie, Hartz-IV-Familie, Ghetto. Ne? Aufwächst. Genau. Spielt, nicht aufwächst. Also es geht halt um eine junge Frau, die halt. Eine junge Frau, die ist 13, ne? Ja, junges Mädel. Die halt schon sehr aktiv ist. Sexuell. Sexuell. Und aber eben halt wirklich keine wirkliche Perspektive vor sich hat und. Also sowohl auch in einer guten Beziehung als auch irgendwie beruflichen Zukunft. Ne? Und ja, sie trifft dann halt auf jemanden und hofft dann natürlich, dass der ein bisschen anders ist als ihre bisherigen Beziehungen. Aber das ist zwar auch irgendwie so ein ganz merkwürdiger Film, ja. Muss ich sagen. Man hat halt immer dieses Milieu, Hartz IV, wie auch immer, das klingt jetzt doof. Ja, aber auch so wie... Die Eltern sind halt irgendwie auch mit sich selber beschäftigt und hat die Mutter auch einmal mit ihrem Freund neben der Tochter Sex auf der Couch. Also mit dem Freund der Mutter. Mit dem Freund der Mutter, der aber auch anscheinend schon irgendwie gerne mal mit der anderen im Bett geht. Mit Jüngeren. So, mit Jüngeren, was anfängt und so. Also es ist so... Irgendwie schräg. Ich glaube aber, dass das leider auch viel Wahrheit... Ja, das kann man vielleicht so sagen. Also ich glaube, das macht es halt auch so ein bisschen... Hat so einen komischen Geschmack. Was habe ich denn dem gegeben? Sieben. Ich habe selbst gegeben. Irgendwie ein merkwürdiger Film. Ja. Schwer einzuordnen. Sehr bedrückend. Musste auch echt lange überlegen. Von den Schauspielern her aber auch gut gemacht. Also die waren echt... Fand ich, haben gut überzeugt. Also die haben das so gespielt, als wenn sie gerade sind. Du hast dann halt auch eine Mutter dabei, die sich so gar nicht ihren Kindern widmet, hat aber davon drei Kinder. Hat drei Kinder und sie sind ihnen scheißegal. Und puzzelt den ganzen Tag, sitzt auf der Couch und macht und nichts, ne, aus ihrem Leben und noch irgendwie sonst was. Und ja, also es ist halt so wirklich so eine Milieustudie oder wie auch immer man das nennt. Also es ist, sehr bedrückend. Aber gut gemacht. 7 Punkte. Also ich finde den gut gemacht. Aber man muss auch in der Stimmung für so eine Art von Film sein. Und wir haben es endlich gewagt. Achso, haben wir gar nichts in der Hand genommen. Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, wir haben es gewagt. Den Kinder des Zorns Teil 3 zu Ende zu gucken. Nicht der letzte Teil, aber der dritte, genau. Wir hatten den ja vor Ewigkeiten mal angefangen und da Gott, ist der scheiße. War ja so schlimm irgendwie da. Also er rettet sich am Ende mit ein paar Splatter-Szenen. Das ist aber auch das einzig Gute an diesem Film. Ey, wirklich, da passt so viel nicht zusammen. Das gibt es echt nicht. Das kann man hier gar nicht aufzählen, was da alles falsch an diesem Film ist. Deswegen lassen wir das auch einfach mal an der Stelle. Ja, wir haben ihn halt dann nochmal gezogen und dachten uns, ach komm, wir müssen ja eh nicht mehr den ganzen Film gucken. Du musst den Scheiß eh zu Ende gucken. Wir haben ja schon den Anfang gesehen und jetzt gucken wir uns den noch wenigstens zu Ende an. Und boah, ich habe dem 3 Punkte gegeben, weil das war echt... Ey, ich habe dem 4 gegeben wegen der Splatter-Szenen am Ende, aber sonst wären es auch nur 3 geworden. Das ist ganz große Grütze. Der kommt auch an Nightmare, California Nightmare an. Das sieht auch so ein typischer TV-Film. Aber er hat bessere Splatter-Effekte. Oder er hat überhaupt Splatter-Effekte. Das sind so Sachen, wo man sich denkt, wirklich... Meine, okay, müssen wir jetzt nicht wirklich näher darauf eingehen, dass das keinen Sinn macht, dass da ein Industriegebiet genau neben dem Wohnhaus steht. und zwar wirklich Mauer genau an dem Zaun und daneben ist dann auch gleich das Wohnhaus und dahinter wächst dann auf einmal Mais, wobei das hat ja auch was damit zu tun, dass... Dass der Mais wächst, das war nicht mal das Dumme. Das Problem. Und da waren so viele Sachen dabei, die irgendwie so langweilig und... Doof waren. Also Kinder, es sonst 3, wenn ihr nicht gucken müsst, dann guckt ihn auch nicht. Also, Guckt euch den ersten an. Das ist relativ. Der zweite ist auch noch okay.
Ja, der war auch schon irgendwie, der war auch schon leicht doof. Aber man muss den dritten nicht gesehen haben, um Filmfreund zu sein. Also man kann sich den auch über die anderen können wir jetzt hier nicht sagen. Wenn ihr natürlich alle einfach der Vollständigkeit halber gucken wollt, guckt euch den an, aber... Empfehlen können wir es nicht. So. Muss nicht sein. Und kommen wir zum letzten. Haben wir Love Film noch ein bisschen belästigt. Und damit haben wir uns auch den kompletten Rest des Monats beschäftigt, weil wir das einfach durchgesucht haben. Den kompletten Rest, ne? Wobei wir haben es ja währenddessen noch so ein bisschen geguckt, ne? Das ist alles hier so dazwischen, denn es ist eine Serie. Aber nicht so lange so. Aber hier so, so die letzten drei, vier Filme, da waren dann auch immer noch ein paar Serienfolgen drin. Und zwar Person of Interest Staffel 3. Wow, dass wir große Fans sind, müssen wir an dieser Stelle ja nicht mehr warnen. Wenn das Schnittprogramm endlich mal installiert hätte, dann hätten wir jetzt hier das Bild davon. Genau, aber haben wir nicht, noch nicht und vielleicht mache ich es auch nicht, aber auf jeden Fall Person of Interest Staffel 3. Ich benutze das schon noch, keine Sorge. Und ist eine geile Staffel. Ist einfach eine geile Staffel, ist eine geile Serie bisher. Sie tendiert zu meinen Lieblingsserien ever zu werden, wenn sie das gut beenden. Also jetzt nicht die beste, aber weil ich so in die Top 5 könnte sie kommen, wenn sie diesen Standard halten. Könnte sie kommen. Man muss also, ist immer schwierig, ne, eine Top 5 zu bringen, weil du hast ja auch unterschiedliche Serien. Ne? Das kann man natürlich. Ja, aber trotzdem hat der Staffel 9,5 Punkte gegeben. Ich habe der 9 gegeben. Großartig. Ich fand. Allein das Ende, ey. Was hat mich da ein bisschen daran gestört? Ich guck mal, also ein, zwei kleine Kritikpunkte hatte ich. Weshalb es halt nur 9 wurden und nicht 9,5 oder 10. Ja, vielleicht die Mitte der Staffel mit diesem. Die Mitte der Staffel, also in dieser Staffel hat man ein Ereignis, den. Der ist schon sehr krass und der kommt nicht am Ende, wo man ja mal mit sowas rechnet. Man kann ja sagen, eine Hauptfigur verlässt die Serie. Verlässt die Serie. Welche Form? Das war ja auch vorher schon bekannt, dass in der Staffel eine Hauptfigur die Serie verlässt. Genau, und man wusste nur nicht wie. Das passiert dann mitten in der Serie auch teilweise, wo man da gar nicht mitrechnet, wenn man es nicht wüsste. Oder es erahnt in dem Moment. So, dass. Also ich habe mich, wenn man es jetzt nicht gewusst hätte, finde ich, hätte man darauf. Kommen können, aber es war trotzdem so unerwartet, wenn auch in dem Moment sehr sinnig. Ne? Ich muss gestehen, ich habe mich vorher vorweg gespoilert bei Facebook, weil ich halt sowas ja, wie einen Nachruf über diese Figur gesehen habe und dachte mir so, sie ist weg. Wie jetzt? Echt? Hab dann aber gedacht, so, naja, sie wird ja nicht sterben vielleicht oder sowas. Und gibt ja auch andere. Hatte ich dann auch noch, war ich dann auch immer noch so blöd und habe einen Kommentar angemacht und dann war es dann doch klar, dass sie, ja, Entschuldigung, gestorben ist. Also wenn sie sagen, es scheidet eine Figur aus oder verlässt die Serie, dann ist sie leider nicht einfach so. Aber vielmehr gestört hat mich das kurz vorher. Also. Das hat mich mehr gestört. Dass man das so, ja, dann dass wird sie da das noch, so da wird angedeutet da noch, haben. Da wird noch so eine mögliche Beziehung angedeutet, die aber auch die vorher nicht angedeutet wurde. Eventuell noch stattfindet, wir wollen ja nicht spoilern, ne? Ja, aber die wurde ja auch, ganz ehrlich, die wurde ja auch nie vorher angedeutet. Nee, da hat ja niemand drauf hingedeutet. Das ist einer dieser Gründe, warum ich dem Ganzen nicht 9,5 gegeben habe, weil es mir ein bisschen gestört hat. So, das ist hat, der halbe dass, Punkt, den ich abgezogen habe. Genau, und dann sonst halt hätte die 10 von 10 gekriegt. Ich weiß auch nicht. Also, aber sie ist geil. Ne? Warum habe ich ihm keine 9,5 gegeben, nur 9? Ich habe keine Ahnung. Weil ich die zweite immer noch ein bisschen besser fand. Und die hat 9,5 von mir bekommen. So einfach. Die erste hat 9. Ungefähr. Oder 8,5 vielleicht. War noch nicht ganz so ausgereift wie dann später. Aber ich fand die zweite einen Ticken besser. Aber krass waren sie beide auf ihre Art. Und also wirklich, also nochmal an dieser Stelle, guckt euch Person of Interest an. gibt dieser Serie eine Chance, aber gibt uns nachher nicht die Schuld, wenn... aber auch den Film, die wir hier teilweise besprochen haben, ja. Außer California. Aber gibt uns nachher nicht die Schuld, wenn es euch gar nicht gefällt. Ne? Also da möchte ich nicht schuld dran sein, wenn ihr nachher hier da sagt, das ist war scheiße. Zeitverschwendung. Die Zeit das ist ja dann euer Problem. Ist ja, eure Zeit. Man kann ja so ein bisschen vorlesen, um zu wissen, um was es bei den jeweiligen Filmen und auch bei der Serie geht. Und wenn man weiß, das ist eh nicht mein Geschmack, dann natürlich weglassen. Wobei, bei Person of Interest sage ich immer wieder,
das ist nicht so ein CSI-Ding. Ne? Man könnte, wenn man sich das durchliest, so ein bisschen darauf kommen, dass es so aller CSI und... Aber das würde ja bedeuten, wenn es CSI wäre, dass sie immer Mordopfer haben. Nee, aber dass man jetzt so denkt, so dieses, oh, hier, es soll was passieren und so. Es gibt ja so... Es hat nicht dieses typische Schema, also es ist ja... Ja, es soll was passieren, ist doch nicht CSI. CSI ist... Nein, aber es ist ja... Bei CSI geht es ja darum, wer war es, und hier geht es darum, was wird passieren. Also es ist ja doch dieses Suchen, dieses Detektivspielen-Ding, könnte man vermutlich denken. Aber die sind ja nicht so... Nein, aber ich habe, ganz ehrlich, ich habe diese Kritiken früher auch mal im Internet gelesen, so dieses... Warum soll ich mir das angucken? Ist doch wieder nur so ein CSI-Verschnitt, sag ich jetzt mal. Ne? Nur eben halt, nur dass wir diesmal noch davor sind. Es ist wirklich was komplett anderes. CSI ist so. Mann, jetzt krieg dich doch nicht über CSI. Ist so bekloppt und macht im Sonnenlicht eine Taschenlampe an, weil sie irgendwas im Gras suchen. Ich sag ja auch, es ist nicht sowas. Aber man könnte es vielleicht vermeintlich denken, dass es so ähnlich ist wie sowas. Wir suchen den Täter oder versuchen herauszufinden, wer es wird. Ne? Nur eben halt, dass wir davor uns befinden und nicht danach. Ne? Aber es ist es halt nicht. Nicht nur. Und deswegen, ja. Ach, ich bin müde. Ich habe Durst. Ich muss arbeiten. Bald. Wie lange haben wir jetzt für den zweiten Teil gebraucht? Du bist ja näher dran als ich. Auch eine Stunde. Na, ist doch perfekt. Setz dich nochmal hin, denn dann... Nee, ich mag nicht mehr sitzen. Ja, dann streck dein Bäuchlein in die Kamera von mir. Das ist mir auch okay. Ja, wir haben uns gefreut, das war der April. Nächsten Monat wird es vielleicht gar nicht so viel geben, weil derzeit befinden wir uns in einer... Aber ganz ehrlich, wir müssen noch ein paar Sachen nachtragen, ne? Ja, aber ich glaube, die ganzen Wrestling-Sachen brauchen wir gar nicht besprechen. Ja. Also wir haben gerade so eine Wrestling-Phase, so eine extreme Wrestling-Phase. Ich finde, das muss auch besprochen werden. Ja, vielleicht besprechen wir es doch. Aber wir gucken halt derzeit, wir haben uns A viel gekauft und leihen uns auch gerade viel aus und deswegen warnen wir schon mal vor, es werden vielleicht nicht ganz so viele Filme auftauchen. Aber auch. Also wir haben drei schon. Drei! Und wir haben heute, naja, vier mit dem im Kino, glaube ich. Genau, vier Filme haben wir derzeit schon geguckt und wir haben heute den 11., 12., irgendwie so, 12. glaube ich. Und vier Filme, wir haben gut angefangen und dann kam Wrestling. Update drehen wir morgen. Ja, es kommt dann noch ein Update demnächst irgendwann über Berlin, haben wir auch ein bisschen was gekauft. Bis. So, jetzt müssen wir uns irgendwas zu essen machen, weil wir müssen bald arbeiten. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.